justice is too horrible, like in hell to me, this world is only what you Ich habe mich dazu entschieden, nicht erwachsen zu werden, ganz bewusst. An einem bestimmten Punkt, denn mein Leben wurde systematisch von Erwachsenen zerstört, von Anfang an. Aus erwachsenen Gründen, die mit Sicherheit aus der Sicht der Erwachsenen sehr vernünftig erschienen, aber aus der Sicht von liebevollen Menschen absolut hirnrissig, hasserfüllt und beschissen sind. Ja, ich sehe, wie viel Scheiße in den letzten 100 Jahren und noch länger von Erwachsenen gebaut wurde. Und ich sehe, dass eigentlich nur die Indoktrinierung der Erwachsenen dazu führt, denn Kinder sind von selbst eigentlich nicht so und sind eigentlich friedlich und werden im Prinzip erst durch Erwachsene dazu aufgehetzt, so scheiße zu sein. Zumindest die meisten. So, mal abgesehen davon, dass Kinder sich auch ganz friedlich verhalten können, wenn sie einfach von den richtigen Erwachsenen umgeben sind. Aber auf diesem Planeten ist man ja nur von Erwachsenen umgeben, die scheinbar einen an der Klatsche haben. So, jetzt habe ich halt auch einen an der Klatsche, aber ich bin wenigstens nicht so ein beschissener, hasserfüllter Spasti, der die ganze Zeit mit dem Vorwand, erwachsen zu sein, anderen seine Macht aufdrücken muss. So. Mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass Erwachsensein im Prinzip nur, wie gesagt, ein Vorwand ist und nicht der Realität entspricht. Es gibt keine Erwachsenen. Es gibt nur Menschen, die aus irgendeinem Grund mehr Macht haben als andere. Und weil sie mehr Macht haben als andere, behaupten sie, sie wären erwachsen und behaupten, über andere Macht ausüben zu dürfen, weil sie haben ja mehr Mittel, mehr Macht, mehr Druckmittel, um dies tun zu können. Das ist eigentlich die Quintessenz, worauf es hinausläuft. Das gibt's bei Kindern aber auch. Wenn ein Kind beliebter ist als andere, dann nutzt es seine Macht anderen gegenüber aus. Und woher kennt es dieses Muster? Von seinen Erwachsenen. Ne? Das ist wie bei Hunden. Wie der Herr, so's Geschirr, wie das Frauchen, so's Wauwauchen. Und das gilt aber auch für Kinder. So. Weil Kinder, beziehungsweise Menschen, sind nichts anderes als Tiere. Ne? Es sei denn, sie werden dazu erzogen, sich mit einem höheren Bewusstsein zu verbinden, dann können Menschen über das Tiersein hinauswachsen und ihre Triebe steuern lernen, beziehungsweise über ihre Triebe hinauswachsen, über ihre Instinkte hinauswachsen und ihre Intuition entwickeln, ihren Verstand entwickeln und liebevoll und göttlich werden. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal so weit entwickelt sein. So, das sind die meisten aber nicht. Und deswegen funktioniert das bei denen nicht. So. Ne? So, warum ich Erwachsene nicht leiden kann? Naja, da gibt es so ein paar Gründe. So ein paar wenige. Zum Bleistift. Oh, ich bin ein großer, böser Erwachsener und ich kann alles mit dir machen, was ich will, denn ich weiß alles besser als du. Du bist nur ein Kind, du weißt gar nichts und ich werde dir alles aufdrücken, was mir aufgedrückt wurde von anderen, weil ich auch keine Wahl hatte und die Erwachsenen, die mir das aufgedrückt haben, genauso schlimm oder sogar noch schlimmer waren. Und du hast es ja sogar noch gut, denn meine Erwachsenen waren noch viel schlimmer als deine Erwachsenen. Und deswegen musst du jetzt das machen, was ich dir sage, weil nur dann wirst du auch erwachsen werden und wirst auch deinen Kindern genau die gleiche bösartige Scheiße aufdrücken. Und du wirst deinen Kindern eine Welt hinterlassen, die zerstört ist, sodass sie aufräumen müssen. Und du wirst, und ich werde dir alles das hinterlassen, meine ganze Last abladen und dann werde ich sterben und dich damit alleine lassen. Und ich bereite dich darauf vor, die Scheiße, die ich gebaut habe, für mich auszubaden.
Und ich zwing dir das auf. Ich zwing dich dazu, in die Schule zu gehen. Ich zwing dich dazu, meine Gedanken genauso zu übernehmen, wie ich sie denke. Ich zwing dich dazu, in dem gleichen sklavischen Versklavungsgeldsystem zu leben, wie ich. Und ich zwinge dich dazu, das alles genauso zu lernen wie ich. Denn nur dann kannst du auch erwachsen werden. Und das willst du, denn das ist das die einzige Möglichkeit, jemals für dich ernst genommen zu werden von anderen sogenannten Erwachsenen. Denn die werden sich über dich überheben, wenn du nicht mindestens genauso erwachsen und toll bist wie sie. Und wenn du zu wenig Geld hast, dann wirst du selbst dann nicht ernst genommen. Also musst du Geld verdienen. Und wenn du damit den Planeten zerstörst, auf dem du lebst, und dein eigenes Leben mit dazu. Zur Not musst du dich sogar prostituieren, um dieses Geld zu verdienen, das dir dazu dient, ernst genommen zu werden. Denn du wirst nicht ernst genommen, wenn du kein Geld hast oder keine Macht oder keinen Einfluss in irgendeiner Form. Und den musst du dir mit irgendeiner Gewalt erkämpfen. Entweder mit physischer Gewalt, mit medialer Gewalt oder mit oder indem du deinen Körper oder dein geistiges Wissen verkaufst. Ansonsten wirst du nur belächelt, ausgelacht und fertig gemacht. Deswegen kann ich Erwachsene nicht leiden. Und das Allerschlimmste ist, während ihr euch überhebt mit dem Vorwand, dass ihr ja erwachsen wärt, dabei ist euer einziges Machtmittel eigentlich nur, dass ihr meistens die seid, die das Haus besitzen, in dem man wohnt oder in dem man gerade zur Miete wohnt oder sonst etwas, ja. Dadurch, dass ihr euch echauffiert, dadurch, dass ihr mehr Macht habt in irgendeiner Form gegenüber, ja, das ist der einzige Grund. Aber in Wirklichkeit verhaltet ihr euch genauso kindisch wie die Kinder, aber ihr habt mehr Macht und das macht euch gefährlicher. Das heißt, ihr reagiert unbesonnen, ihr reagiert kindisch, ihr seid beleidigt, fickt euch, dann seid doch fucking beleidigt, ey. Verfickte Scheiße. Ich kenne Kinder, die nicht so kindisch sind wie ihr, weil ihr bei jeder Scheiße euch echauffiert und euch anfangt zu überheben und niemals vernünftig oder irgendwie besonnen reagiert, wenn irgendetwas euch nicht in den Kram passt. Ihr seid genauso Kinder. Ihr seid überhaupt nicht erwachsen. Das ist nur eine fucking Ausrede, die euer Verstand macht, um eine Ausrede zu haben, um Macht über Menschen auszuüben, die weniger Macht haben als ihr. Und sonst nichts. Und sonst nichts, gar nichts.